Moin Leute und tatsächlich euch einen richtig heftigen und richtig leichten Money Glitch Afterpatch 1.54. Aber vor mit dem Video anfangen noch eine kleine Nebensache. Denn die meisten Leute, die meine Videos schauen, haben mich tatsächlich nicht abonniert. Deswegen Leute, seid euch sicher, dass ihr mich abonniert habt. Es ist kostenlos, keine Verbindung und falls euch das Video wirklich nicht gefällt, könnt ihr mich immer noch deabonnieren. Deswegen seid euch sicher, dass ihr mich abonniert habt. Aber gut Leute, machen wir weiter. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja, für diesen Glitch braucht ihr einen Bunker inklusive MOC. Im MOC, im dritten Abteil, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch eine Arena-Werkstatt und in der Arena-Werkstatt, Leute, braucht ihr das Fahrzeug, was ihr duplizieren wollt. Mein Tipp, Leute, nehmt den Easy aus der Arena-Werkstatt, der bringt wirklich einfach am meisten mal diesen Glitches. Wirklich am meisten. Außerdem braucht ihr auch noch mindestens zwei weitere Fahrzeuge. Diese zwei weiteren Fahrzeuge können wirklich irgendwelche random Fahrzeuge sein, denn die verliert ihr nicht bei diesem Glitch. Also keine Sorge, Leute, können wirklich eure normalen Fahrzeuge sein. Außerdem, Leute, braucht ihr auch noch einen kostenlosen LG oder Fahrzeugroller in irgendeiner random Garage. Das hat nämlich den Zweck, pro Duplikat verliert ihr ein LG oder einen Fahrzeugroller. Deswegen auch nur einen kostenlosen LG oder Fahrzeugroller. Und ganz wichtig, Leute, falls ihr den Fahrzeugroller nehmt, der Fahrzeugroller darf nicht im MC Clubhaus stehen. Das ist natürlich auch wiederum ganz wichtig. Und als letztes braucht ihr noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Wenn ihr das alles habt, super, können wir doch direkt loslegen. Als erstes seid ihr mit eurem Freund in einer Einladungssitzung und es ist wichtig, Leute, dass ihr in einer Einladungssitzung seid. Wirklich sehr wichtig bei diesem Glitch, denn ihr seid jetzt in eurer Arena-Werkstatt und euer Freund chillt draußen vor der Arena-Werkstatt. Soweit, so gut. Als nächstes ladet jetzt euren Freund in eure Arena ein, übers Interaktionsmenü. Als nächstes, Leute, öffnet ihr das Handy, geht auf schneller Job, geht auf Aktivitäten und sucht euch irgendeine Aktivität raus, zum Beispiel Golf oder Darts, und geht auf Alleine beitreten. So, jetzt müsst ihr ein paar Sekunden warten, denn jetzt steht unten rechts auf Jobsuche. Aber sobald da steht, Lobby wird gefüllt, 1 von 2, 1 von 4, wie auch immer, wisst ihr Bescheid, okay, ihr seid jetzt in einer Aktivität drin. So. Jetzt switchen wir die Ansicht zum Freund. Das bedeutet, wir sind jetzt an der Ansicht vom Freund, merken Leute. Denn wir als Freund müssen jetzt so gesehen jetzt ihm beitreten. Was bedeutet ihm beitreten? Wir gehen aufs PSN-Menü, gehen auf sein Profil und gehen auf Beitreten. Aber Leute, das machen wir nur, um die Meldung vorzuladen. Was bedeutet vorzuladen? Naja, sobald die erste Meldung GTA erscheint, ob ihr sicher seid, dass ihr ihm beitreten möchtet, könnt ihr mit Kreis abbrechen. Das hat einen Sinn, wenn wir es gleich nochmal auf die Beitrittsmeldung gehen, dass es sofort geladen wird. Als nächstes, Leute, öffnet ihr das Handy, geht auf Jobliste, geht auf die Einladung zur Arena-Werkstatt von eurem Freund. Und zwar so geht ihr drauf, dass ihr nur noch einmal X drücken müsstet, um die Einladung anzunehmen. Habt ihr das? Geht ihr jetzt aufs PSN-Menü, geht wieder aufs Profil von eurem Freund und geht auf Beitreten. Aber Leute, Achtung, sobald ihr auf Beitreten geht, müsst ihr X spammen, was das Zeug hält, Leute. Wirklich, so krass X spammen, wie ihr nur könnt. So. Folgendes passiert jetzt. Ihr nehmt natürlich jetzt die Einladung an, dass ihr eurem Freund in die Arena-Werkstatt reingeht. Aber ihr tritt eurem Freund auch gleichzeitig bei. Das bedeutet, wir akzeptieren so gesehen die erste Meldung, ob wir sicher sind, dass wir unserem Freund beitreten. Aber kurze Zeit später werden wir auch eine Fehlermeldung bekommen, da die Sitzungen ja nur für Einladungen sind. Das bedeutet, wir werden auch direkt wieder rausgeschmissen durch die Beitrittsmeldung. Das hat jetzt den Sinn, Leute, dass wir jetzt vor der Arena spawnen, aber in den gewünschten Modus zum Glitchen. Woran merkt ihr das, dass ihr in den gewünschten Modus drin seid? Naja, eure Minimap ist einfach broke. Wenn die Minimap broke ist, seid ihr im richtigen Modus und ihr könnt eurem Freund bzw. den Duper sagen, ey yo, bin im Modus, könnt jetzt wirklich glitchen. Und Leute, wir switchen jetzt wieder die Ansicht, ne, dass wir jetzt wirklich wieder normal sind. Wenn euer Freund euch sagt, ey yo, bin im Modus, könnt ihr so gesehen wieder aufs Handy gehen, geht auf schneller Job. Und dadurch, Leute, seid ihr aus der Aktivität wieder raus. Denn jetzt können wir tatsächlich anfangen zu glitchen. Was bedeutet das jetzt? Naja, wir steigen jetzt in irgendein random Fahrzeug ein. Aber Achtung, Leute, es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass es nicht das Fahrzeug ist, was wir uns duplizieren wollen. Also irgendein random Fahrzeug aus der Arena-Werkstatt fahren wir jetzt raus. Denn, Leute, euer Freund muss jetzt ins Fahrzeug einsteigen. Okay, ist euer Freund jetzt eingestiegen, geht es einfach zu Fuß wieder in eure Arena-Werkstatt rein. Seid ihr drinnen gespawnt, Leute, müsst ihr als nächstes wieder in irgendein random Fahrzeug einsteigen. Setzt ihr jetzt im Fahrzeug drinnen, Leute, öffnet ihr das Optionsmenü. Habt ihr das Optionsmenü geöffnet, müsst ihr jetzt die untere Pfeiltaste gedrückt halten, Leute. Wirklich durchgehend gedrückt halten. Habt ihr das gemacht, Leute, könnt ihr als nächstes die Optionstaste wieder drücken, beziehungsweise das Optionsmenü einfach wieder schließen. Aber Achtung, Leute, immer noch die untere Pfeiltaste gedrückt halten.
Und Leute, jetzt könnt ihr mit R2 und L2 testen, ob ihr in der Garage rumfahren könnt. Wenn ihr das könnt, Leute, top, könnt ihr die untere Falltaste wieder loslassen, denn das brauchen wir jetzt. Denn ihr fahrt jetzt einfach mit dem Fahrzeug zur Garagenausfahrt und klemmt eine Seite vom Fahrzeug ein, sodass die Beifahrer- oder Fahrertür eingeklemmt ist. Habt ihr das gemacht, Leute, steigt ihr aus und steigt in irgendein anderes Fahrzeug ein. Es ist jetzt tatsächlich egal, welches Fahrzeug, es kann auch das Fahrzeug sein, was ihr stupizieren wollt, falls ihr keine anderen Fahrzeuge drin stehen habt, ist tatsächlich egal. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr müsst jetzt natürlich die andere Seite vom Fahrzeug einklemmen, die jetzt noch offen steht. In meinem Fall war es jetzt die Beifahrerseite. So, habt ihr jetzt die Beifahrerseite auch eingeklemmt, müsstet ihr jetzt euch ins Fahrzeug rein und raus teleportieren können, wenn ihr Dreieck drückt. Passiert das, Leute, optimal. Denn jetzt geht ihr zur Garage, so sich das oben links das Menü öffnet, ob ihr aus der Arena rausgehen wollt, ob B1 oder B2 Garage. So, das Menü muss jetzt offen sein und ihr geht auf Arena verlassen. Aber nicht drücken, Leute, nicht drücken. Das ist jetzt ein kleiner Timing-Part, aber ich glaube, ihr werdet es hinbekommen. Ihr müsst jetzt nämlich Dreieck und X gleichzeitig drücken, Leute. Was passiert jetzt? Naja, ihr geht jetzt natürlich aus der Arena-Werkstatt raus, aber gleichzeitig setzt euch ins Fahrzeug rein. Das bedeutet, ihr werdet jetzt mit dem Fahrzeug rausgehen. Seid ihr draußen mit dem random Fahrzeug gespawnt? Optimal. Jetzt steigt ihr einfach aus, lauft ein paar Meter weiter, öffnet euer Interaktionsmenü, MC President und bestellt euren Fudgy-Roller oder geht auf Mechaniker und bestellt euren kostenlosen LNG. Wie auch immer. Habt jetzt euren Fudgy-Roller oder kostenlosen LNG bestellt, braucht ihr nicht zu warten, bis das Fahrzeug geliefert wird, denn es wird nicht geliefert. Aber das ist völlig normal, Leute. Das ist wirklich absolut alles im Plan. Denn als nächstes geht ihr wieder zu Fuß in eure Arena-Werkstatt rein und setzt euch diesmal in das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Aber Achtung, Leute, ihr werdet direkt merken, sobald ihr R2 oder L2 drückt, könnt ihr sofort in der Arena rumfahren. Denn wir machen jetzt wieder das gleiche wie eben, Leute. Wir fahren jetzt wieder zur Garage und klemmen jetzt wieder eine von den beiden Seiten ein vom Fahrzeug. Haben wir das gemacht, steigen wir aus und suchen jetzt wieder anderes Fahrzeug und klemmen noch die offene Seite ein. So, Leute. Und jetzt müsst ihr natürlich wieder das gleiche machen mit rein und raus teleportieren. Wenn das funktioniert, geht ihr wieder zur Garage, dass sich oben links wieder das Menü öffnet mit Arena verlassen. Und jetzt wieder Dreieck und X gleichzeitig. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr jetzt mit dem Fahrzeug draußen spawnen, was ihr euch duplizieren wollt. Und Leute, sobald jetzt euer Freund aussteigt, denn jetzt sagt eurem Freund, bitte steig mal aus. Sobald euer Freund ausgestiegen ist, ist euer Fahrzeug dupliziert. Denn sobald euer Freund aussteigt, ist euer Fahrzeug dupliziert. Leider sieht man es bei mir jetzt nicht, weil ich jetzt hinten eine Waffe dran habe, aber sobald euer Freund aussteigt, wird sich das Nummernschild vor eurem Fahrzeug ändern. Das bedeutet, ihr habt jetzt auch hier einen Nummernschild-Bypass. Das bedeutet, ihr braucht jetzt hier keine eigenen Nummernschilder oder sonst irgendwas und es sind auch immer saubere Kopien. Und das ist wirklich sehr geil an diesem Glitch. Aber Leute, unsere Kopie ist jetzt noch nicht gespeichert. Das bedeutet, wenn es jetzt GTA irgendwie abstürzen würde oder sonst irgendwas, wäre die Kopie weg. Um euer Duplikat jetzt abzuspeichern, öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeug, geht auf mobile Kommandozentrale und bestellt eure mobile Kommandozentrale zu euch. Denn ihr fahrt jetzt einfach hinten rein. Falls jetzt die Meldung kommt, bla bla umparken und sonst irgendwas, einfach akzeptieren. Denn sobald das Fahrzeug in euren MOC drinnen steht, ist es euch, ist es gespeichert und der Money Glitch hat funktioniert. Wie geil ist das denn? Und das Beste an diesem Glitch, Leute, da euer Freund ja immer noch in den Modus drin ist, könnt ihr einfach direkt weiter glitchen und en masse Duplikate machen, wie ihr wollt. Aber Leute, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie viele ein Duplikat in meinem Fall bringt. In meinem Fall bringt er ca. 1,8 Millionen GTA-Dollars und das ist richtig geil, wenn ihr überlegt, ihr habt da vielleicht maybe 15 Minuten Zeit reingesteckt für ein Duplikat. Je mehr Duplikate ihr macht, desto effektiver ist natürlich dieser Glitch und ihr versteht auch. Aber gut, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat und euch sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch mal einen fetten Daumen nach oben da. Und wie gesagt, Leute, abonniert mich, denn ich finde es sehr schade, wie viele Leute meine Videos schaut, aber mich tatsächlich nicht abonnieren. Deswegen ändert doch mal bitte dran was. Aber gut, Leute, ich bin raus. Euer Bombard. Ciao.